Ja, unser aktuell größter Feind ist hier oben auf dem Zug. Tacho, Leute, zurück zu XCOM 2. Das Geschütz, ja, das hat in der Commander-Schwierigkeit 3 Rüstungen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das heißt, es ist richtig heftig. Aber Gott sei Dank helfen so kleine Pausen auch immer mal, um nochmal über genau über alles nachzudenken. Und wir haben natürlich hier auch das Gefechtsprotokoll vom MC Bass. Und das ist speziell gegen, ja, elektrische, oder was heißt elektrische, gegen maschinelle Ziele. Und das sollte uns schon ganz schön helfen, weil durch den Stromschlag, den jetzt hier gleich der Gremlin verursacht, da hilft die Rüstung nämlich überhaupt nichts. Und der Geschützturm ist so gut wie platt. Absolut platt. Ja, deswegen sollte man Spezialisten dabei haben. Also wenn ihr sagt, das Spiel ist teilweise zu schwer, seht euch einfach genau das an, was gerade passiert ist. Und ja, damit hat sich die Sache doch ganz schön erleichtert. Wir hätten ja noch einen Hacker hier dabei gehabt, der das hätte machen können. Also nicht ganz so stark. Nein, besser gesagt gar nicht. Weil das kriegt man nur, wenn man auf den Kampfhacker-Stil geht. So, jetzt müssen wir den Guten einmal heilen. Jetzt gehen wir wirklich hier hin. Da passiert nichts. Das war schon mal gut. Gremlin-Heilung hier auf den MC Bass. Heilen! Heilen! Ja, ein Kältespray. Sind 4 TP. So, und was machen wir jetzt hier? Soll er weiter nach vorne gehen? Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Nee, wir sparen uns das mal. 3 Runden haben wir noch. Laden nach. Was ist jetzt? Aber man sieht nie, wie Fracht auf- oder abgeladen wird. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Okay, also mit der Fracht kriegen wir einen kleinen Tipp. Man weiß nicht, was sie transportieren. Wir laden unsere dicke Wumme nach. So, und haben jetzt ja noch unseren Sniper. Ach nee, der hat die Runde schon, letzte Runde schon geschossen. Ja, dann bleiben hier die beiden übrig. Also nur der eine, nämlich der Bububa. Der macht mal Feuerschutz, falls doch hier irgendwas passiert. So. Ich muss zum Terminal. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier ein Stück näher kommen. Hier, der MC Bass macht mal wieder den Anfang. Ja, also dass ich da natürlich nicht früher drauf gekommen bin mit dem, mit dem Geschütz hier oben und dem Kampfhacker. Das ist halt echt eine der wichtigsten Sachen. Okay, und wir gehen mal langsam hier. Nähere mich der Zielposition. Es gibt doch gar keine. So, und die Frage ist, wie viele Leute stehen denn da drin? Wir müssen auf jeden Fall bis ganz nach hinten. Oder wir können auf die andere Seite. Da ist auch noch ein Eingang. Also wir müssen auf jeden Fall nach vorne. Das hilft nichts. Habe ich vielleicht doch ein bisschen zu lang gewartet, weil wir müssen jetzt 3, 2 und dann hacken. Wobei das Hacken ist keine extra Runde. Eigentlich muss ich ein bisschen hinmachen, ne? Was macht denn jetzt unser Sniper? Der hat ein großes Problem. Der hat gerade nichts geladen. Und ja, den lassen wir einfach nur vorrennen, den Heavy. Da habe ich in der letzten Folge nicht richtig mitgedacht. Ich hätte das mit dem Geschütz direkt hätte sein lassen sollen mit den 2 Sniper-Schüssen. Einfach direkt drauf. Und gut wäre es gewesen. So, und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich mich hier am besten decken soll. Wir gehen mal mit ihm hier nach vorne. Und zwar bis hier vorne hin. Vielleicht können wir nämlich dann noch das Schwert einsetzen. Okay, da sind neue Leute, neue Aliens. Edwind und Sektoid, das ist okay. Aber ich vermute, dass da noch mehr sind. Okay, die kommen nach vorne. Das kommt uns eigentlich auch gelegen. Ja, wie sieht's aus? Granate reicht nicht ganz. Nee, reicht nicht ganz. Wir können höchstens feuern, 28 oder 21%. Und haben aber keine Deckung.
haben absolut keine Deckung. Der Shifter. Ja, ich brauche halt nächste Runde auch einen, der nach vorne geht. Okay, er holt sich jetzt. Der Bububa macht das jetzt. Er ist ja hier Ranger. Der geht zum Mülleimer. Okay, ich mediere, ich war der Cible. Und hofft, dass jetzt nicht noch zwei hier im Zug drin stehen. So, während der F-Krone. Mit dem habe ich noch was vor. Vielleicht. Der hat eine Blendgranate noch. Die trifft sogar so schon beide. Das wäre klasse, aber trifft auch uns. Okay. Okay, macht er anders. Er geht ein Stück vor. So. Und das funktioniert jetzt wieder nicht mehr so ganz. Wobei, solange der Edwin kein Blödsinn hier vorne macht, sollte das eigentlich gehen. So. Blendgranate vor. Nee, doch beide desorientiert. Das sollte dazu schon mal helfen, dass sie uns nicht treffen. Aber wir müssen jetzt halt wirklich hinmachen. Und wir holen uns jetzt, wen haben wir denn noch? Nur noch gerade den Topstar. Topstar, du musst das machen. Hol dir volle Deckung. Und nächste Runde geht's ab. So, und wir hoffen jetzt, dass der Edwin-Soldat keinen kritischen Treffer verursacht. Okay, wir werden auf jeden Fall schon... Oh, da hat der Sektoid die Plasmakanone eingesetzt. Okay, Edwin trifft trotz Desorientierung. Oh, haben wir da ein Glück gehabt, ey. Mit der Plasmakanone wären wir auf jeden Fall Matsch gewesen. Jetzt stehen die so schön dicht zusammen, dass wir eigentlich ja schon fast die Granate benutzen müssen. Machen wir auch natürlich. Granate hin. Obwohl wir natürlich auch hier Doppelflankbonus eben hatten. Na, ich hätte noch ein Stück vorgehen sollen. Wer hat denn noch eine Granate? Nur hier der Happy und der ist ganz hinten. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, er geht mal ein Stück vor. Lädt nach, falls eventuell uns das noch was bringt für letzte Runde. Ja, und wir müssen jetzt eigentlich in den Zug rein. Wir müssen jetzt in den Zug rein. Und zwar schnell. Der Topstar hat noch eine Heilung. Der Buba ist schon, ja, den haben wir ja schon gezogen. Ja, Heilung ist gerade nicht. Heilung kann ich gerade vergessen. Er geht mal ein Stück nach vorne. Und erledigt den Edwind. Ja, kritisch. Schön. 7 Trefferpunkte. Die Munition wird knapp. So, F-Krone darf hinter das Hindernis wieder. Volle Deckung. Und, ach, konnte ja nicht mehr. Konnte ja nicht mehr schießen. Habe ich gerade nicht richtig mitgedacht. So, und ja. Das macht mir ein bisschen Angst gerade, dass hier der... Aber wir haben auch noch eine Granate, notfalls. Nee, bringt nichts. Wirklich hier ohne Deckung. Also wenn jetzt der Sektoid darf auf keinen Fall... Oh, schön, kritisch und damit direkt umgebracht. So, und ja, ihr seht hier oben... Bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Minus 1.5, das Advent-Netzwerk-Terminal fährt herunter. Das ist ihre letzte Chance auf Datenrettung. Genau, also wir wissen jetzt, es gibt keine Gegner mehr. Das heißt, alles richtig gemacht. Ich werde jetzt nochmal schnell den... Also wir kommen auf jeden Fall hier rein, ne? Ich will das nur mal kurz checken, dass es hier auch garantiert funktioniert. Genau, das grüne Hecken ist... Alle
haben Sichtkontakt zum geschützten Zugangspunkt. Können wir machen? Ich werde jetzt noch schnell hier mit Gremlin-Heilung hier den Buba heilen, auch wenn das, glaube ich, nichts bringt. Er muss dann trotzdem relativ lange aussetzen. Das geht auf jeden Fall beim... Bei XCOM 1 hat das funktioniert. So, und jetzt hacken wir hier die Station. Und dann ist die Sache in letzter Sekunde erledigt, die Mission. Boah. Okay, ach, ärgerlich, dass ich da nicht schneller auf die, auf das mit dem Geschützturm gekommen bin. Das ärgert mich gerade. Ach, jetzt habe ich natürlich... doch, ich habe noch, glaube ich, den besten Hacker genommen. Einen kleinen Vorratsspeicher. Ja, das versuchen wir doch mal. 55%. Ja, das klappt nett. Doch. Ja, aber nur hier... Nur den garantierten Erfolg haben wir geschafft. Leider kein Datenspeicher. Schade, aber... Es kann losgehen. Ich glaube, die Mission lief ganz gut. Ausgezeichnet. Ja, zwei verwundete Soldaten. Puh. Ja, also hätte der Sektoide jemanden getroffen mit der Plasma, dann wären wir auf jeden Fall Matsch gewesen. Glück gehabt an der Stelle, einmal richtig viel Glück gehabt. Und so können wir alle unsere Soldaten weiter behalten. Und ich wette, der ein oder andere darf nochmal gleich an den Beförderungstisch. Er kriegt nur ein, zwei neue Fähigkeiten. Ja, ein paar müssen auch ins Krankenhaus, das haben wir ja schon gesehen. Dass die leider verwundet sind. Okay, hier. Sky Ranger kommt zurück. Landet und dann schauen wir an der Stelle mal, wen wir hier... Ja, seht schon, die fallen schon quasi hin. Befördern. Der F-Krone hat sich hier einen neuen Rang verdient, nämlich Corporal. Ja, und wir können jetzt hier entweder Sprengschutz nehmen. Das ist, deine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzerung, die einen zusätzlichen Rüstungspunkt und um 66 reduzierten Schaden durch Explosivangriffe einbringen. Besser finde ich ehrlich gesagt, dass die Kanone Rüstung zerfetzen kann. Das nehmen wir auch. Und dann haben wir hier noch den MC Bass und der geht weiterhin eine Laufbahn als Kampfhacker und macht das Übernahmeprotokoll. Du kannst robotische oder mechanische Feinde mit deinem Gremlin für einen Hackversuch anvisieren. Das nehmen wir doch auch gerne. Ja, und der Rest ist leider verwundet. Vor allem hier unser MC Bass, unser Heiler. Nee, das ist der Heiler ist, glaube ich, ja der Shifter, also der Topstar. Illyrium-Kern haben wir zwei bekommen, ein paar Sektoidenleichen. Advent natürlich auch. Und hier das Geschützwrack. Was ganz Neues. Er sagt uns hier auch gleich unser Wissenschaftler wieder, dass wir das doch mal forschen sollen. Und hier noch die Analyse, dass wir den Ingenieur bekommen. Dr. Holly Jones ist dabei. Und düsteres Ereignis verhindert Informant beim Widerstand. Ja, das war ja eigentlich das Ereignis, was wir eigentlich lieber gehabt hätten. Wenig Vorräte haben wir auch. Und ja, wir kriegen den Tipp, dass wir doch was auf dem Schwarzmarkt verkaufen sollen. Und ich hoffe, dass wir den einfach mal hier dazu bekommen. Den Schwarzmarkt. Ja, und da ist er auch. In 4 Tagen. Und den sollten wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Deswegen fliegen wir dahin. Das ist hier das kleine Symbol. Und ja. Schauen wir doch mal. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert.
Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Ja, das Avatar-Projekt. Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn sie beenden, was sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Das Avatar-Projekt ist quasi das, die Achse des Bösen. Sobald das durch ist, haben wir das Spiel verloren und wir kriegen jetzt ja auch eine neue Leiste, die sich gleich mal mit 3 Buttons füllt. Und wenn die Leiste voll ist, gibt es einen Countdown, der uns dann noch 20 Tage oder knapp 21 Tage einräumt, noch irgendwas auszurichten. Und wir können eigentlich nur dagegen vorgehen, wenn wir regelmäßig Vergeltungsschläge verhindern oder auch den Basenausbau der Advents und der Aliens unterbinden. Das wird dann hier noch kommen. Und dann gibt es dann immer einen neuen Punkt. Es gibt dann auch Ereignisse, die extra Punkte generieren oben. Die müssen wir natürlich auf jeden Fall unterbinden. Und ja, man sollte auch von an zu an mal sich dann so eine der Basen hier vornehmen. Das gibt nämlich dann auch wieder Pluspunkte und es werden hier Punkte wieder getilgt, also Minuspunkte fürs Avatar-Projekt. Ja, das erstmal so am Rande. So, wir haben ja übrigens den Ingenieur bekommen. Bevor wir den lange rumsitzen lassen, werden wir den erstmal. Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber genau. Zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Ja. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen oder eine Einrichtung besetzen. Mach ich doch schon. So, wir werden hier den Holly Jones mal beim Alien-Maschinen entfernen, einsetzen. Das dauert 20 Tage und ja gut, wir kriegen ja hier in 6 Tagen wieder unseren zweiten Ingenieur, sodass das dann hier auch hoffentlich ein bisschen schneller geht. Ja, wir sind noch am Schwarzmarkt dran. Und den erforschen wir doch mal gleich weiter. Oder was heißt erforschen? Das ist ja dieses Einsetzen. So, Energierelais. Sehr schön. Schauen wir uns direkt mal an, wie das hier aussieht. Ja, das ist das Energierelais. Hier können wir auch 2 Ingenieure einsetzen, sodass dann der Leistungsoutput verbessert wird. Und deswegen hätte ich gerne dann hier die Werkstatt, weil da gibt es dann diese Gremlin-Drohnen, die dann arbeiten und dann können die sich nämlich hier im Energierelais breit machen und einfach viel, viel extra Strom für unsere Basis generieren. Hier wird noch weiterhin trainiert, die Ranger-Ausbildung 2 Tage und wir gehen weiter den Schwarzmarkt freischalten. Und da ist er auch schon. Der Markt ist offen. Ja, der Markt ist geöffnet. Keine Rückerstattung. Es gibt keine 30 Tage Rückgaberecht wie auf Amazon oder sonst wo. Wir schauen mal, was die uns hier anbieten würden. Und das läuft so, man kauft für Informationen. Wir haben also 100 Info als Währung und könnten uns jetzt hier Illyrium-Kristalle, einen Automatiklader holen. Sehr, sehr cool. Da wird dann hier quasi automatisch einmal geladen, ohne einen Zug zu verbrauchen. Wir können uns auch Vorräte für Info holen oder natürlich auch Personal. Ein Wissenschaftler für 90 Info können hier auch die Forschung beschleunigen. Das wäre jetzt interessant gewesen hier, wenn es die beschleunigte Forschung für die Panzerung gegeben hätte. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Die ist allerdings nicht da, nur Autopsien. Das interessiert mich jetzt nicht so. Und wir können natürlich auch hier Zeug verkaufen. Da haben wir einmal das Zielfernrohr, was wir gefunden haben. Haben wir noch ein zweites. Ein paar Leichen, wobei man das eigentlich nie machen sollte. Man braucht die später noch und auch diesen Alien-Datenspeicher. Illyrium-Kern. Also aktuell können wir hier eigentlich fast nichts verkaufen. Könnte man höchstens überlegen, ob man sich hier diese Vorräte holen soll für 30 Info. Das ist gerade noch so vertretbar. Dass wir ein bisschen mehr Geld haben. Oder halt auch die. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich kaufe mal die Vorräte.
weil ich jetzt ja auch noch den Kontakt hier herstellen will zum nächsten Land. Und das kostet mich wieder 40 Info. So, dann passt das einigermaßen. Hier oben waren noch die Rekruten. Die habe ich jetzt erstmal sein lassen, weil ich brauche eigentlich den Kontakt viel eher. Vorratslieferung gibt es in 11 Tagen. Das heißt, wenn wir hier noch den Kontakt hergestellt haben, in 3 bis 5 Tagen kriegen wir auch sogar ein bisschen mehr Geld bei der Vorratslieferung. Das sollte man also auf jeden Fall machen. Mache ich auch. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikation. Ja, und dann haben wir auch schon voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Jetzt haben wir auch 3 von 3 Kontakte dann hergestellt. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Ja, Betäubungslanzenträger-Autopsie. Schauen wir uns natürlich direkt an. Diese Einheiten eindeutig zur Beruhigung ziviler Unruhen in ihren Stadtzentren geschaffen hat, greifen sie seit geraumer Zeit auf immer brutalere Mittel zur Befriedung zurück. Wir lesen das mal vor und das wird, denke ich mal, das Letzte sein, was wir heute machen werden. Advent-Betäubungslanzenträger sind den Soldaten, gegen die unsere Truppen regelmäßig kämpfen, sowohl auf körperlicher als auch auf genetischer Ebene nahezu identisch. Allerdings verbessert eine geringfügige, aber dennoch entscheidende Anpassung der Muskelfaserdichte der Lanzenträger ihre Beweglichkeit und auch ihre allgemeine Überlebensfähigkeit. Diese Lanzenträger sind mit nicht tödlichen Waffen ausgerüstet, die in der Lage sind, menschliche Ziele bewegungsunfähig zu machen. Sie kamen erstmals in den frühen Tagen nach der Errichtung der Advent-Stadtzentren zum Einsatz, als Unruhen häufiger auftraten als direkter Widerstand. Das Studium ihrer Verwendung und ihrer Einsätze wirft eine interessante Frage auf. Wenn die Lanzenträger zu den ersten eingesetzten Advent-Truppen zählen und ihre Überlebensfähigkeit über der von gewöhnlichen Soldaten liegt, haben die Aliens dann anhand ihrer Einschätzung der menschlichen Kampfbereitschaft bewusst die Stärke der Soldaten reduziert? Das würde auf ein System von schneller genetischer Modifikation hindeuten, die weit über die Möglichkeiten hinausgeht, die ich den Aliens bislang zugetraut hätte. Es würde auch einen gewissen Grad von genetischer Genügsamkeit zeigen, obwohl ich aufgrund der Vielzahl von ungewöhnlichen Experimenten, die sie bereits durchgeführt haben, davon ausgegangen war, dass die Aliens ihr keine Bedeutung beimessen. Ja, also da wurde schon erzählt, dass die früher schon eingesetzt werden und wir können jetzt die Pulsklinge erforschen. Eine Nahkampfwaffe, die quasi ähnlich wie dem Schwert zuzuordnen ist, dem Ranger, die dann ebenfalls natürlich ein bisschen mehr Schaden macht, wie immer, und auch die Chance hat, die Feinde zu betäuben. Nette Sache, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Und wir haben noch die Sektoiden-Autopsie, ist sofort verfügbar, weil wir nämlich genügend Leichen gesammelt haben. Das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, dann lese ich das dann auch wieder vor und sage jetzt erstmal heute hier mit dem netten Doc und ich sagen ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.